Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog mit Xaver. Post ist gekommen von Book by Cadillac. Und ich bin mega gespannt, was da drin ist. Es fühlt sich ja schon schwer an und fest. Also es braucht etwas mehr Platz als die Box hier, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich war auch total überrascht, dass ein Paket von Cadillac kommt. Ist zwar nicht das erste Mal, dass wir was von denen geschenkt kriegen, aber trotzdem freue ich mich schon, da jetzt reinzugucken, weil wir schon wirklich dieses Paket zwei oder drei Tage haben und ich die ganze Zeit es öffnen will, aber nicht dazu kommen, weil einfach so viel los ist. Und jetzt machen wir es auf. Endlich. Es liegt die ganze Zeit immer vor meinen Augen. So, schauen wir mal. Von FedEx kam dieses Paket so überraschend. Was haben wir eigentlich an den Tag gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kam auf jeden Fall nach Hause und dann lag dieses Paket da. Ich glaube, da waren wir mit der Corvette unterwegs. Da waren wir mit der Corvette unterwegs? Das kann sein, ja. So. Okay. Aha, okay. Das ist ein bisschen... Ah, nee, da ist nochmal eine Kiste drin. Ah, okay. Mhm. Einen Brief haben wir da. Schön, von Book by Cadillac. Genau, von Cadillac selber. Ja, es ist zwar auch von Cadillac, also Cadillac Europe, weil das ist zusammen, das gehört zusammen, Book by Cadillac und Dings. Also ist wirklich, Absender war Cadillac Europe, Schweiz, glaube ich. So, schauen wir mal. Das ist ja, das ist schon schwer. Bestimmt so eine Rolex-Uhr oder so. Ja, Spaß. Genau. Rolex macht keinen Sinn. Muss ich nachher noch zeigen. Wir haben von Cadillac schon was bekommen, nämlich ein Grillset, das war auch ziemlich cool. Oh, eine Flasche. Oh, eine Glasflasche. Wie geil. Ich sag schon die ganze Zeit zu Xialin, ich hätte endlich gern mal eine Glasflasche, so eine kleine zum Mitnehmen. Glas oder Plastik? Glas, kein Plastik. Klopf mal dagegen. Ah, okay. Achso, ja, das ist Glas, ja. Ja. Cool, oh, und dann auch noch mit geil. So einer Hülle, dass sie nicht kaputt geht. Ja, und da steht fett drauf. Warte, ich tue es mal wieder rein. Oder Book by Cadillac, oder? Book by Cadillac. Ja, mega geil. Cool. Okay, warte. Vor allem ist die jetzt habe ich Schock gekriegt, weil das umgefallen ist. Vor allem ist die schon schmal, die passt ja in die Getränkehalter. Das stimmt. Jetzt bin ich mal. Was ist das hier? Ein Stift, oder? Nein, ein Kugelschreiber. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so über einen Kugelschreiber freut. Ja, ich freue mich schon über einen Kugelschreiber. Du weißt schon, solange du meinen nicht mehr findest, gehört der mir. Nein! Zeig mal den Stift. Steht es da auch drauf, oder? Ja, steht auch ganz, ganz klein drauf. Ich muss kurz gucken, wie der sich schreiben lässt. Warte mal. Hier, vielleicht hier auf der Rückseite. Ich hoffe, dass das ein guter Stift ist. Schreib mal was Schönes. Was Schönes? Ich sehe nichts. So, jetzt schreibt der Hans. Oh, der schreibt sich gut. Oh, ich will auch mal. Ist gut. Hans ist gut. Oh, so viel Zeichen. Warte. Der schreibt sich schön. Da steht da Marksmann. Das ist die Writing Instruments. Also das ist die Mark von Kugelschreiber, kenne ich nicht. Kennst du Marksmann? Nein. Schreibt schön. Oh, geil. Was ist hier hin? Ach, sogar mit Touchpen. Ach, wie süß, so. Braucht man nicht. Brauchen wir normal was nicht. Aber cool. wenn du im Cadillac, dann kannst du so. Ach, auf dem Display. Ja. Ach, wie cool. Wie geil. Also da muss man schon sagen, also da lobe ich schon Cadillac, ne? Die sind da schon ziemlich krass drauf. Also. Ich bin David. So. Was haben wir hier? Was? Ein Buch, ja, ein Notizbuch Buch. Wahrscheinlich. Ja, Notebooks, genau. Kannst du ein Fahrtenbuch draus machen. Ja, dafür auch der Kugelschreiber. Ist da unten noch was drin? Das war's. Aber die Flasche finde ich mal mega. Also die Flasche ist ja ultra. Ich finde auch das ja nicht schlecht, ja, aber... Ja, sogar kannst du sogar hier einfach so tragen. Das ist schon geil. Cool. Ich leg der Xel so lange schon in die Ohren damit, dass ich so ein Ding habe, so eine Glasflasche haben will, eine kleine. Jetzt krieg ich sie einfach geschenkt. Was denkst du, was da reinpasst? Ein halber Liter oder eine 0,7 oder Liter, so? Ein halber Liter, ja. Boah, wie cool. Sieht auch voll schön aus. Vor allem, weil die auch in den Getränkehalter passen müsste. Müsste da reinpassen, ja. Schön! Da freue ich mich voll. Die haben sogar einen Brief geschrieben und das ist sogar... Ja, ob das handgeschrieben ist, weiß ich jetzt nicht. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sag mal. Also entweder aufgedruckt. Ich finde, das sieht handgeschrieben aus. Ja gut, so viele Kunden werden die wahrscheinlich nicht, also
nicht haben bei Bookback Cadillac. Das also sieht schon sein. Aus wie richtiger so ein ja, so ein es gibt doch diese Rollkugelschreiber. Mhm. Ja, stimmt. Ja, das so A sieht das so. Aus. Ja. Das ist schon handgeschrieben. Ja, auch hier das I ist anders als das I. Ja, dann ist das handgeschrieben, nicht schlecht. Schön. Cadillac Europe, schwarz. Schauen wir mal rein. Ich schreibe mich da nicht auf. Ich glaube, dass das Cadillac Europe heißt, aber... Ja, meine ich doch. Oh, das ist aber ein Kleber, den die benutzen hier, du. Damit kleben die Autos. Wahrscheinlich. Oh, ach du Scheiße. Ich wollte das eigentlich gar nicht kaputt machen. Ja, dann musst du einen Brieföffner nehmen. Ja, hätte ich machen sollen. Oh, wir freuen Sie sehr, bei Book by Cadillac begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Liebe Grüße, Ihr Book by Cadillac Team. Lieber Hechisch. Geil. Das ist ja krass, da sitzt wahrscheinlich der andere, der den ganzen Tag das schreiben muss. Ja, super cool. Ich freue mich. Ist voll aufmerksam von denen. Warte mal, ich hol mal ganz schnell was. Ja, mach mal. Wir haben Grillzeug von denen damals gekriegt. Eine Grillzange, die noch ein bisschen benutzt sieht aus vom letzten Grillen. Dann ein, wie nennt man das? Grill? Ein Wender oder ein Spieß. Eine Gabel. Und damals waren auch noch zwei leckere Soßen dabei, die leider inzwischen leer sind. Und eine Grillschürze, die irgendwie nicht auffindbar ist. Habe ich wahrscheinlich verschlampt. Die liegt wahrscheinlich irgendwo noch in der Werkstatt oder so, unter irgendeiner Kiste oder so. Keine Ahnung. Genau. Das war voll cool, weil wir da hingekommen sind damals. Da haben wir damals ein paar Fahrzeuge getestet. Und dann haben die uns da gesagt, hier, das ist noch ein kleines Geschenk für euch. Und dann haben wir das auch noch gekriegt. Und das war echt überraschend. Und ja, jetzt haben wir hier wieder ein Geschenk gekriegt. Das ist voll toll. Da freuen wir uns natürlich. Die wissen auch immer, was du brauchst. Ja, schon, gell? Das wissen die irgendwie immer. Die haben da einen Riecher für. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr voll das Like da lassen. Ich fülle da mir jetzt Wasser rein und trinke da genüsslich Cadillac-Wasser. Und dann, ja, genau. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.